Hallo Freunde, es ist 20.30 Uhr, eure absolute Lieblingszeit. Und jetzt ratet mal, wer heute zu Gast ist. Ich sage nur drei Namen. Flo von Deine Freunde. Ja, er ist wirklich hier. Jesse Martens aus Lockstedt City. Zusammen mit ihrem Gitarristen Dirk Zuja. Ob ich das alles richtig ausgesprochen habe? Ob das alles so korrekt ist, wie ihr gehört habt? Das erklärt euch am besten der Mann, der seiner Sendung dieses Gesicht leiht. Nein, dieser Sendung sein Gesicht. Hier ist Jarrit die Barber. Ja moin und herzlich willkommen zu unserem Straßenfeger. Ja, wisst ihr noch, was ein Straßenfeger ist? Die Straßen sind leer und alle sitzen zu Hause vor den Farbfernsehgeräten. Kulturona ist so ein Straßenfeger. Die letzten Autos, die wir hier sehen, das sind die Autos von den Menschen, die nochmal richtig Gas geben, damit sie rechtzeitig vor ihrem Rechner oder vor ihrem Farbfernsehgerät sitzen, damit sie unsere schöne Show angucken können. Das ist die kulturelle Grundversorgung für Hamburg und die Welt. Und wir sorgen dafür, dass ihr zu Hause kulturell gut versorgt. Wir kommen also direkt zu euch nach Hause, wir lassen euch nicht im Stich und wir geben Künstlerinnen und Künstlern in Hamburg und umtow eine Bühne, damit sie hier auftreten können und damit sie ihr die dann sehen könnt. Die kulturelle Grundversorgung. Wir haben ein schönes Programm. Heute ist nämlich Flo Sump bei uns von Deine Freunde. Jetzt sitzt er gerade in der Jury bei The Voice of Germany Kids und hier ist mein Kollege. Sag mal eben schnell. Oh boah, wie heiße ich noch? Ich glaube, ich heiße Jessica Martens. Jessica Martens. Martens. Kannst du das bitte neudeutsch aussprechen? Ja. In Wirklichkeit arbeite ich zurzeit unter dem Namen Hakan Wascheimer. Ja. Aber manche nennen mich auch einfach nur Olli. Schön, dass ich dabei sein darf heute die nächste Stunde. Olli Kleinfeld, ich habe meine Hände. Jan, also, das war ein kleiner Test. Das war ein kleiner Test. Jan testet natürlich. Ist ja ekelhaft. Hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich meine Hände noch mal hier schön reinigen muss. Wir halten natürlich alle Standards ein. Es ist angerichtet hier und Flo sitzt hier. Moin, Flo. Es ist angerichtet. Moin. Es ist angerichtet. Herzlich willkommen. Danke, dass ich da sein darf. Ich habe Bock. Wir haben auch Bock. Wir hatten richtig schön. Bock auf dich. Und Jesse und Dirk sind oben auf der Bühne und vorbereitet. Olli Kleinfeld würde sagen, Jesse Martens. Jesse Martens aus Lockstedt City. Aus Lock City. Ja, ich finde wirklich, dass es ein bisschen so internationalen Touch gibt. Ne? Yeah. Ich werde auch heute Abend Kulturona sagen. Yeah, you can do it, Bob. Ja, also ich glaube, ich habe auch wirklich, das ist jetzt kein Scherz, sehr viele Zuschriften aus dem internationalen Raum bekommen. Also jetzt nicht zu dieser Sendung und auch nicht in den letzten 6 Monaten, aber... Das war also ein super Kreditangebot. Ja, genau. Genau, richtig. Aus Afrika. Dann können wir doch zu dir sagen, give me some flow. Yes. Some flow. You know I can bring the flow, man. We say no some flow. You know? Some flow. Some flow. Some. Yeah. And we got some music for you from Jesse and from Dirk. They're going to play, no, I say, they take us home. Is that right? 1 minute, love. They give us 1 minute, love. And then they take us home. Oh, man. Also, wo du das gerade gesagt hast, wenn ihr geht, könntet ihr ihn mitnehmen. Also, take him home. Es wird langsam anstrengend mit dem Kollegen hier. Ah, oh, herrlich. Wir fangen mal an. Ja, bitte. Hey. I'm on my way to take that train. Yeah.
ist das geil. Unfassbar. Alter. So, Corona. Jetzt haben wir es dir gezeigt, du alte Corona. Du. Das passiert, wenn man eine Löwin aus dem Käfig lässt. So. Oder? So. Es ist ja nicht zu fassen. Ich wusste ja schon, dass Jessica Martins aus Lockstedt City richtig gut ist von dir. Du hast mit ihr ja schon zusammengearbeitet. Ja. Ich weiß, dass sie ein bisschen an deinem Album mitgeholfen hat. Aber dass das hier so kracht und dann Dirk an der Gitarre. Alter, das ist das Tolle an diesem Arbeitsplatz. Also. Das ist hier jeden Abend ein geiles Privatkonzert. Ihr kriegt auf jeden Fall einen Platz bei unserem Best-of, was wir immer zeigen werden. Ja, das ihr kommt gleich nochmal wieder, ne, oder? Ihr kommt ja wieder. Ihr geht jetzt Backstage und in unsere Kulturona-Schleuse und dann schnacken wir nachher weiter. Dankeschön, woo! Jesse und Dirk. Wahnsinn. So werdet ihr hier warm, ja? Ja. Krass. Das ist geil. Du doch auch, oder nicht? Das war viel Energie gerade. Das hat gesessen. Ja, ja, auf jeden Fall. Wow. Ja. Wie ist dein Energielevel im Moment? Ich freue mich, ein bisschen unterwegs sein zu dürfen heute offiziell. Es bleibt so unter uns. Du bist froh, dass du zu Hause mal rauskommst, ne? Absolut. Ich habe, also müssen wir auch kein Geheimnis draus machen. Ich habe gestern mit meiner Frau abends noch drüber gesprochen, dass wir meinten, ey, also bei aller Dankbarkeit, die auch bei uns irgendwie vorherrscht, dass wir jetzt Zeit als Familie zusammen haben, diese Momente, wo man mal alleine einfach irgendwo rumstreunert, da sind wir so dankbar für gerade. Und jetzt hat's, also ich streune ja nicht rum, ich durfte ja offiziell zu euch kommen, das ist ja nochmal was anderes, ja, aber das geben wir schon ganz offen voneinander zu, dass das auch wahnsinnig schön ist, gerade mal ein bisschen allein sein zu können, ja, in bestimmten Momenten. Die perfekte Liebe ist ja ein schönes Wechselspiel zwischen, so ist es, Nähe und dann wieder ein bisschen Entfernung zu haben. Ne? Das ist einfach so, wie so eine Sinuskurve oder zwei Sinuskurven. Gehe ich mit. Gehst du mit? Ne? Ja, gehe ich mit. Meine Frau hat auch heute, nee, gestern war das gar, bist froh, ne, dass du zur Arbeit gehen kannst. Ne? Ja. Bist froh, ne? Ja, ich bin froh, bin sehr froh. Weil meine Schwiegermutter hängt gerade bei mir zu Hause rum, macht Schularbeit mit meiner Tochter. Meine Frau hat auch Homeoffice. Und ich fand das toll. Ich sage, ich habe euch lieb, ich bin ja auch irgendwann wieder da. Ich komm, wird wohl später werden. Aber ist schon gut. Ne? Aber kennt ihr das, wenn man so tut, also ich habe jetzt damit aufgehört, aber auch eine Zeit lang so getan, als würde ich nicht gerne gehen wollen, ja, um die nicht mit so einem Gefühl zu hinterlassen, so ich werde jetzt Spaß haben, ja, und für euch bleibt alles, wie es ist. Ja. Yeah. Ja, aber ich mein, und dann tut man so, als hätte man nicht so richtig Bock, aber eigentlich hat man Bock. Na ja. Du gehst raus, machst die Tür zu und sagst, ja, yes! Du hast ja vor allen Dingen, du hast ja auch zwei kleinere Kinder, die sind auch richtig traurig, wenn Papa weggeht. Ne? Ja. Bei mir ist es noch ein bisschen anders. Meine 10-jährige Tochter ist ganz froh, weil sie dann Fernsehen gucken kann, heimlich. Ne? Also da wird die Wohnung zum oder das Haus zum Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, ja, absolut, absolut. Aber wir können uns ja auf ein Gefühl einigen, dass man tatsächlich traurig ist, bis zur Tür sozusagen, weil man verlässt ja die Familie und dieses schöne Zuhause sozusagen. Aber man freut sich auch auf das Draußen, weil das ist ja auch etwas, was Spaß und Freude macht, dass man zu seinen Freunden geht. Ich glaube, das ist einfach zwei Gefühle, die nebeneinander existieren dürfen. Die dürfen koexistieren, finde ich auch. Ja. Ja. Das Gute Voll. Ist ja bei dir, wenn du nicht zu Hause bist, kannst du ja trotzdem bei deiner Familie zu Hause sein mit The Voice Kids. Oder? Du meinst auf dem Fernseher? Auf dem Fernseher, im Fernseher. Also meine Kinder sind noch zu jung dafür. Die sind halt 2 und 4 Jahre alt. Okay. Die gucken noch kein The Voice. Meine Frau schon. Ab und zu reden wir danach auch drüber. Ja, und aber ist sie deine ist sehr Frau streng ist, mit mir. Ja, das ist aber immer so. Sie huldigt nicht genug. Nee, das machen die auch nicht. Nee, warum das auch? Es ist genau richtig so. Ich mache nur einen Scherz. Meistens gucken wir es zusammen. Sagt sie denn auch, wenn was gut ist, oder? Ja, 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 klar. Da stürzt sie sich jetzt drauf. Wenn was gut ist. Wenn was gut ist. Oh, ich habe Gold in der Wüste gefunden. Das hast du jetzt mal wirklich gut gemacht. Aber da zählt man genau da lange von, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Danke, ja. Schatz, danke. Das trägt mich jetzt durch die nächsten 5 Kritikpunkte, die du demnächst. Aber keiner ist ehrlicher wirst als die eigene Frau. Wenn das ist auch gut so. Ist auch, ich kenne das genau von meiner Frau, die guckt und sagt, Mensch, das fand ich richtig gut. Und dann freue ich mich. Ja. Ich tue dann immer so, als wäre mir das egal. Ne? Ich auch. Aber, aber es bedeutet mir mehr, als mir lieb ist. Ja, natürlich. Ja. Ist so. Ja. Guck jetzt zu und weiß solange ganz genau. Sich noch versteht. Ich habe jetzt gerade aus der Redaktion, wir haben eine geheimnisvolle Redaktion im Hintergrund, die zuarbeitet. Und oh, wenn man dabei ist, wenn wir hier live senden. Und der Kai schreibt gerade, China übrigens. Wie bitte? Ich voranmachen musste. So, warum Moment. War das Mikro die ganze Zeit nicht an? Doch, das war die ganze Zeit an. Ich habe das jetzt extra, um Stefan zu testen, ob er auch aufpasst. Das hast du gut gemacht, Stefan. Na? Weil Stefan das häufig vergisst und deswegen habe ich ihn getestet. Also. Ey, die Sendung läuft schon eine halbe Stunde. Es hat kein Mensch gemerkt, dass sein Mikrofon nein, auf das an ist. Man weiß auch gar nicht, worüber wir beide reden, nein, aber ihn die ganze Zeit nicht gehört hat. Ja.
Und jetzt sage ich schnell, was Kai geschrieben hat. In China ist die Scheidungsrate bei 80% zurzeit. Ich weiß nicht, von was 80%, das kann, hat Kai hier geschrieben. Aber ich schätze mal, da wird sich gerade viel getankt. Ich schätze, von 100 sind das 80. Ja, aber von wie viel waren es vorher? 10-mal höher. Ich, lieber Kai, schreib noch mal genauer. Ich kann damit nichts anfangen. Hm. Nachdem Sie aber seltsamerweise am Anfang an diese Nachricht, in Anführungszeichen, erinnere ich mich noch, denn am Anfang, zu Anfang der Corona-Krise ist sie gesunken in China, die Scheidungsrate. Ach krass, dann weißt du Bescheid. Und jetzt, ja. Das war mein letzter Stand, ja. Deshalb... Interessant, dass es sich jetzt normalisiert. Ja, die Frage so wird, ist ja, wie man eigentlich gedacht hat. Sind das belastbare Statistiken? Guck mal, also wenn Kai sowas hier raushaut, auf jeden Fall. Ja, auf einmal Totenstille hier. Kinder, Corona, Frau waren wir. Was machst du denn mit deinen Kindern in dieser Zeit? Jetzt gerade heute, allerdings nicht in meinem Beisein, aber ich finde es schön, so ein kreatives Beispiel erzählen zu können, war meine Frau mit den beiden Kindern unten bei uns im Hof. Und die haben mit Kreide einen Zoo auf unsere Einfahrt gemalt und dann dazu die ganzen Tiere der Kinder dazu geholt und denen quasi heute mal ein Draußengehege oder verschiedene Draußengehege angeboten. Das fand ich sehr gut, hat mich auch für die Tiere gefreut, die sonst immer nur die Kiste im Kinderzimmer oder die Badewanne sehen. Also eigentlich werden die regelmäßig ertränkt, die Tiere. Ja, ja. Insofern sowas, schön, ne? Schön, dass sie mal einen Tag in der Sonne hatten. Ja. Gönne ich ihnen sehr. Ja. Letzte Woche hatten wir allerdings auch verbunden mit einer Aktion, die wir mit deinen Freunden gemacht haben. Aber da habe ich mit meinen Kindern natürlich auch mitgezogen. Haben wir zu einem Höhlen-Contest aufgerufen. Baut euch eine richtig schöne, geile Höhle zu Hause. Mit möglichst vielen Decken, Handtüchern und so weiter. Wir machen einen Song dazu. Und wenn ihr uns ein Foto von der Höhle schickt, die ihr gebaut habt, mit euch drin, dann zensieren wir eure Gesichter und nehmen aber eure Höhlen, eure Werke mit rein in unser Musikvideo. Ach, cool. Und dann haben wir innerhalb von 2 Tagen, und wir sind auch froh, dass wir den Einsendeschluss nicht noch später angesetzt haben, hatten wir über 800 Höhlen in unserem Postfach, die wir dann auch wirklich alle mit ins Video eingebaut haben. Es ist ja wirklich so, Höhlen, ich weiß nicht, was das ist, dieses Geborgene, hat jeder gebaut. Ich weiß doch genau, wie meine Höhle früher aussah. Ich auch. Ich habe den Küchentisch genommen, Wolldecken, Handtücher. Und in der Höhle habe ich mit Kissen und dann habe ich so Comic, diese Comic und Taschenlampe. Und das war genial. Und wenn meine Mutter mich gerufen hat, also ich habe nicht geantwortet, weil ich war ja in meiner Höhle. Also das waren Stimmen draußen, die haben mich nicht interessiert. Der Höhepunkt war doch, wenn Mama gesagt hat, okay, heute dürft ihr in eurer Höhle Abendbrot essen. Ja! Oh, ja, das war doch Bombe, oder? Ja. Abendessen in der Höhle. Ja. Und dann bist du da drin und hast du vielleicht noch irgendwie eine Taschenlampe mit deinem Bruder und so. Das ist ein Phänomen. Einfach nur nicht zu nah an die Wände, an die Wände kommen, das war immer das Gebot komisch, dass in jeder man Höhle. Da nicht tollpatschig ist, ne? Da ist man sehr vorsichtig. Da kriegt man es hin, ne? Weil man es will. Weil man zu doll Bock drauf hat. Da verkackt man nicht. Ja. Was warst du für ein Kind? Eher tollpatschig oder eher smart? Wenn ich mich zwischen diesen beiden Wörtern entscheiden muss, dann doch eher tollpatschig. Ja, schon. Ja. So, ein schönes Beispiel? Also, was ich trotzdem sehr gut gemacht habe, also ich war jetzt nicht der volle Körperklaus, der dauernd hingefallen ist oder so. Ich war immer sehr schnell. Ich wollte eher so Körperklaus-Aktionen hören jetzt von dir. Was du gut kannst, das sehen so wir Stürze, jetzt alles, was du also gut kannst. Durch Treppenhäuser sind wir gesprungen und dann immer viel zu hoch. Da bin ich regelmäßig mit den berühmten Löchern im Kopf, kennt ihr noch Loch im Kopf? Bin ich mit Loch im Kopf ins Krankenhaus gekommen. Klar, natürlich. Habe immer gehofft, dass nicht genäht werden muss. Aber da wurde noch nicht so geklebt wie heute. Ja. Kleben, damit haben sie erst später angefangen. Ja. Bei mir wurde immer hart genäht. Ja. Also wenn du Körperklaus-Geschichten hören willst, dann enden sie auf jeden Fall immer im Krankenhaus. Davon gab es einige Aufenthalte, Gott sei Dank nicht zu schlimm, aber schon nervig so, dass dann irgendwann das vierte Loch am Kopf oder im Kopf genäht werden muss. Ansonsten, ich war aber auch trotzdem, ich habe auch so ein paar Sachen drauf gehabt. Ich konnte zum Beispiel so Türrahmen immer bis in 0, nix, bis ganz nach oben, so ein bisschen Spider-Man-mäßig. Oh, ich meine Schuhe ausgezogen, ja genau, und dann die höchsten Dinger hoch in wirklich einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Ja. Also, warst du so ein Spargel, der total drahtig war? Ganz dünn. Ja. Ganz dünn und schnell. Ja. Flink. Über schnell war ich oft froh. Ja. Das hat manchmal geholfen. Ja, das war wirklich wichtig in den richtigen Situationen. Ja, genau. Weg waren wir. Aber ich wollte noch mal kurz auf eure Aktion zu sprechen kommen, den Zoo zu bauen von deinen Kindern. Wir haben nämlich was entdeckt, das finde ich auch ganz wichtig, das Wichteldorf im Schanzenpark, also bei uns im Schanzenpark an der Stern. Hast du es gesehen? Sind wir gestern gewesen und wir dann leider auch nur meine Familie, ich war nicht dabei, aber meine Frau mit den beiden Kindern haben sich die Gärten angeguckt und natürlich sofort, weil da jetzt auch schon so viele sind, sofort Bock bekommen, da selber auch mitzumischen.
Also erzähl mal. Da haben sich Passanten irgendwann angefangen, im Schanzenpark am Baum so ein kleines Dörfchen zu bauen für so Wichtel. Und das ist wirklich so ein kleines, schönes Wichteldörfchen geworden. Moment mal hier, guck mal, so sieht es dann aus. Mit einer Tür, damit fing das an, Postkasten. Und so entsteht jetzt ein kleines Dörfchen da, richtig leben. Das ist natürlich faszinierend, dass ihr dann auch auf solche Ideen kommt. Das ist natürlich cool. Und du hast ja erzählt, dass sie auch mit Kreide dann auf die Straßen malen. Ne? Hast du erzählt? Genau. Da gibt es so eine Aktion in einem Dorf, und zwar in Kempten in Nordrhein-Westfalen, malen Menschen Regenbögen auf die Straße. Und zwar in einem Radius von ungefähr 1,50, 2 Meter, damit jeder seinen Bereich hat, wo er sitzen kann. Schön, oder? Farben immer gut. Wie du auch vorhin sagtest, ne? Irgendwie da, unheimlich viel Kreativität wird hier freigesetzt. Ich habe das Gefühl, viel mehr als vor Corona. Bilde ich mir das ein? Wie seht ihr das? Den Eindruck habe ich auch. Den Eindruck habe ich auch. Also es muss jetzt auch einfach irgendwie da. Ich glaube, es ist auch nicht so, dass man die ganze Zeit. Entschuldigung. Möchtest du was zu trinken haben noch? Ich habe ja noch hier, du. Ich habe ein lautes Viva Con Agua hier. Dankeschön. Die Kreativität sprudelt ja nicht die ganze Zeit aus einem raus. Ja. Und es ist auch viel Langeweile, die man ertragen muss. Aber wenn dann daraus am Ende solche neuen Ideen entstehen, dann würde ich sagen, ist es die Langeweile wert. Und man sieht es ja jetzt gerade, was so links und rechts für wie dieses Projekt. Ich habe bei diesen Gärten, ne, die du gerade gezeigt hast, hätte ich immer so ein bisschen Bock. Ich mache das nicht, weil ich diesen tollen, kreativen Ort nicht entweihen will. Ich hätte Bock auf so ein bisschen so ein leicht assiges Schlumpfdorf. Ja, so Panzer auch, auch mal eine Kneipe da reinsetzen. Ja. Weißt du, dass das auch mal ein bisschen, dass da nicht nur Feen und dass das nicht nur, also dass auch ein bisschen das wahre Leben damit einzieht. Mal eine kleine Kneipe muss mal rein in dieses Dorf. Ja, mach das doch. So einen kleinen Trunkenbold, der an so einer Mini-Laterne irgendwie sich festhält und ins Gebüsch kotzt. Das wäre auch nicht schlecht. Ja, mach das doch. Kennst du das Miniatur-Wunderland? Ja. Wolltest du auch gerade sagen. Kennst du das? Warst du da mal Miniatur-Wunderland? Ja. Da haben die auch sehr lebensecht, und da haben sie auch den Kiez hier nachgestellt und würde ich auch damit ein paar Damen des Gewerbes, ne? Da gibt es auch welche in irgendwelchen. Gibt es ja auch Pärchen, die im Busch dann, ich nenne es mal, Liebe machen. Mhm. Die so lieb haben. Die sich und nichts anhaben und so weiter. Also, das kannst du da dann ja auch machen. Ist ja was ganz Natürliches. Du kannst ja den Elbschlosskeller nachbilden und dann hast du gleich das ganze Umfeld mit dabei. Das wäre schon schön hier in Hamburg, oder? Ja, ich glaube, da wird auch niemand die Nase rümpfen und sagen: nee. Ach. Guck mal, du bist ja, bevor du mit deiner Freundin so durchgestartet bist, hast du als Erzieher gearbeitet, ist richtig, ne? Oder? Genau. Und darf mich bis heute nicht so nennen, da ich das nie gelernt habe. Ich habe mich einmal beworben für die Ausbildung, aber habe nicht alles mitgebracht, was man dafür braucht. Aber was du hast gearbeitet. Was hätte man denn gebraucht? Ich habe die Schule nach der 10. Klasse verlassen. Abgebrochen? Abgebrochen. Was für ein Abschluss? Realschule. Na, immerhin. Um mit echt durchs Land zu ziehen. Ja. Und unsere Schule hat gesagt, wenn es nicht läuft, kommt ihr nach einem Jahr wieder. Alles cool. Deshalb haben wir uns darauf eingelassen, fanden, das war jetzt nicht so ein riesengroßes Risiko. Wir wussten aber auch, wir kommen niemals wieder. Egal, wie es läuft mit der Band, wir werden nicht zurückkommen. aber dadurch, und dann habe ich nie in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet danach oder nie lange genug in einem Job, was ich zu dem Zeitpunkt hätte mitbringen müssen, um die Ausbildung zum Erzieher zu machen. Und dadurch blieb mir das verwehrt. Aber ich hatte ja das Glück, als so Quereinsteiger irgendwann dann das Vertrauen der Kollegen, der Chefs und auch der Elternschaft zu haben, sodass sie mich dann nach meinem Zivi, den ich das erste Mal in diesem Arbeitsbereich geleistet habe, dann einfach gleich da bleiben konnte danach. Und dann hatte ich im Laufe der Zeit so viele Referenzen, dass die Leute mir einfach vertraut haben. Plus, was bei okayen Typen super ist und bei anderen muss man ein bisschen vorsichtig sein, du das Privileg hast, als Mann eigentlich in diesen Jobs überall mit Kusshand genommen zu werden. Aber wirklich überall. Ja, es werden so verzweifelt Männer gesucht im pädagogischen Bereich, dass du Stempel die Chance hast, da zu arbeiten. Hast du denn Bock gehabt, von Anfang an mit Kindern zu arbeiten? War das so etwas, wo du gedacht hast, das kann ich mir gut vorstellen? Ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich da angefangen habe, schon verschiedene Jobs hinter mir gehabt. Ja. Manche, die gepasst haben. Oder Fleischerei oder so? Auf dem Fleischmarkt war ich auch mal kurz, ja. Aber da waren die die Gabeln, mit denen du den Leuten die Wurst, dafür muss ja irgendwie in der Feinmotorik gut funktionieren, dass dann du mit langen Gabeln drei Scheiben von der Zervelatwurst da irgendwie rüberreichen kannst. Und da war ich nicht so gut drin. Und dann in anderen Jobs, wie zum Beispiel in der Kita mit den Kindern, wo das dann viel um Zwischenmenschliches und ja auch viel um Kommunikation im Endeffekt geht, habe ich gemerkt, dass mir das liegt, dass mir das Spaß bringt, dass es nicht langweilig wird schnell, dass sich das nicht abnutzt und
Daran hatte ich Spaß, deshalb bin ich da lange geblieben. Ich finde, du hast auch die ganzen Leute gesagt, ja, du hast das und das nicht mitgebracht. Den hast du im Grunde gezeigt, weil du bist einer der besten Erzieher dieses Landes geworden. Du hast Musik für Kinder und Erwachsene gemacht und in den Texten, ich liebe das wirklich, es ist kein Geschleim, ich höre das mit Ava, hab das mit Ava zusammengehört. Da ist so viel drin, was auch mit Erziehung zu tun hat. Mit freiem Geist und mit freiem Denken und so, finde ich. Ja. Ja, ich bei mir, danke, das ist schön, dass du das sagst. Ja, das meine ich ganz ernst. Dankeschön. Mein Sohn war auch auf dein Konzert hier in Hamburg in der Fabrik und ich habe seine Playlist bei mir auf dem Handy. Und wenn ich ins Auto steige und nichts mache, dann springt immer das Stück von euch. Aber dann, kann es sein? Das kommt dann automatisch? Das kommt automatisch. Und du weißt nicht, wie man das abstellen kann? Nee. Und deshalb kommt das immer. Weißt du, was der Song bei uns ist? Abenteuerland von Pur. wenn wir ins Auto gehen, kommt jedes Mal Abenteuerland von Pur. Da finde ich das besser, was bei Jahre passiert. Da würde ich sagen, da habe ich Glück gehabt. Das ist okay. Also. Weißt du, was mein Lieblingssong ist? Den kann ich leider nicht auswendig, aber ich weiß das Thema noch. Da fragen die Eltern immer, wie war es in der Schule? Gut. Was hast du da gemacht? Das Lied heißt Erzähl mal. Ja. Und Alter. Es geht genau um diese, wo ich mich selber noch so gut dran erinnern kann, wie ich selber keinen Bock hatte, meiner Mutter diesen Fragenkatalog beim Mittagessen zu beantworten. Das nervt auch. Und parallel, obwohl ich mich noch so gut an dieses Gefühl erinnere, wie es war, keinen Bock zu haben, das alles zu erzählen. Parallel wächst in mir dieser Frager jetzt. Ja. Ich will jetzt schon von meinen Kindern nach der Kita gerne wissen, was habt ihr gemacht, außer zu essen. Ist das krass? Und wie war es außer gut? Und diese Antwort, wie unbefriedigend diese kurze Gut-Antwort ist, das beginne ich jetzt langsam noch mal auf einer ganz anderen Ebene zu kapieren. Aber es ist ja oft so, dass man da zwei Herzen in der Brust zuschlagen. Bei meinen Jungs auch so, mein Jüngerer. Also wenn der jetzt ein Prepaid-Handy hätte, wir würden, glaube ich, nichts bezahlen im Monat, weil das Gespräch am Telefon ist. Ja, alles klar. Fertig? Ja. Gut. Das bleibt unter einer Minute. Eigentlich will man das ja auch so. Wir reden ja eigentlich auch nicht so viel, aber irgendwie quetschen wir ja unsere Kinder die ganze Zeit aus. Ja, wir versuchen es, aber ich scheitere kläglich. Komplett auf den Sack. Scheitere kläglich bei dem Versuch. Man hat die dollsten Sachen, haben eine riesen Klassenreise, waren 5 Tage das erste Mal nicht zu Hause, waren auf so einem Pferdereiterhof, alles. Du fragst, wie war es denn? Gut. Super. Ich habe das Gefühl mit dem Sofa hier und wir unterhalten uns über unsere Kinder, das ist so ein bisschen... Wohnzimmer. Nee, Selbsthilfegruppe. Geht los. Ich sitze hier auf der dabei. Couch und wir erzählen euch alles. Und er ist der Psychologe so ein bisschen. Ne? Mir geht es aber eigentlich ganz gut. Ja, du merkst es nicht. Na, das stimmt. Ne? Du merkst es nicht. Wie hast du die Kinder im Kindergarten denn unterhalten früher? Unterhalten? Ja. Also es gibt ja so Raufbold-Kindergärtner. So Durchkitzeltypen oder... Die Durchkitzeltypen, so ein Durchkitzeltyp war ich nie, glaube ich. Vielleicht ganz selten mal, wenn es der Moment wirklich hergegeben hat, aber tendenziell eher nicht. Auch nicht so der Fußball-Rauf-Typ mit den Kindern. Wir haben wirklich extrem viel und da habe ich auch, das habe ich dann in dem Moment beim Machen erst gelernt, dass Musik, auch wenn das jetzt ein bisschen abgestanden und kalenderspruchmäßig klingt, Musik ein tolles Mittel zum Aufbau irgendwie der ersten vorsichtigen Kommunikation auch sein kann. Weil wenn du im selben Rhythmus dich bewegst oder irgendwie beim Musik konsumieren denselben Moment teilst einfach, dann findet auf so einer Ebene, die ich nicht richtig mit Worten beschreiben kann, sowas wie ein blindes Verständnis irgendwie statt. Und das öffnet ganz oft Möglichkeiten, neu zu kommunizieren, wenn man sich auf dieser Ebene erstmal begegnet ist. Und da habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass durch die Bank, also egal, was für verschiedene Typen bei den Kindern dabei waren, du hast so die, die super schlau sind und mit 1 schon anfangen zu sprechen. Du hast aber auch die, die bis 3 oder 4 ein totales Geheimnis sind, wo du eigentlich, du kennst sie seit 1,5 Jahren und weißt immer noch nicht richtig, was in deren Köpfen vorgeht, weil die sich halt in ihrem eigenen Tempo öffnen. So. Und ich das auch gut finde, das nicht zu doll zu forcieren oder zu früh Druck aufzubauen. Aber Musik ist halt kein Druckmittel in dem Moment, sondern einfach ein natürlicher Schleusenöffner sozusagen. Ein Katalysator. Und ein Katalysator. Und darüber hat das funktioniert. Über gemeinsames Tanzen, Singen, Rappen dann in meinem Fall auch. Ja. Und von da aus war alles andere auch ein bisschen einfacher dann. Hast du auch gezaubert? Ich habe auch gezaubert. Ich habe ein paar richtig geile. Ja, jetzt nicht so. Ich habe jetzt nichts dabei für euch, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, dass ihr Zauberfans seid. Aber ich habe mir schon. Du kannst für so 10 Euro, ab 10 Euro kann man sich im Internet echt so Tricks bestellen, mit denen du auf jeden Fall
Kinder auf jeden Fall, aber durchaus auch noch einige Erwachsene kurz mal für 30 Sekunden irgendwie zum Staunen und Begeistern bringen kannst. So. Flo, du musst was ich jetzt sage, ist pädagogisch nicht wertvoll. Ja. Ich habe die Kinder damit erpresst, damit die so aufräumen, wie ich das will. Ja. So, weil mir war das zu nervig. Immer wieder dieses, immer wieder eine Bitte wiederholen ja. von etwas, was getan werden muss. Da bin ich dann doch irgendwann lieber den kürzeren Weg gegangen und habe gesagt, wenn ihr jetzt gut aufräumt und das gut funktioniert, dann wird mein Daumen gleich verschwinden. Ah, den hatte ich auch. Den hast du auch? Den hatte ich auch. Das Problem war, die sind ja hautfarben. Ah, und Blackfacing ist nicht cool, ne? Was ist dann mit Blackthumbing? Ja, den ja. muss ich dann anmalen, aber das fiel dann natürlich auf. Ich habe natürlich das immer, ne? Oh, das haben wir sogar gefilmt. Das war einfach gemein, ne? Oh, ja. Moment mal. Hast du den mit dem roten Tuch gehabt, mit dem Tuch drin? Ja, klar. Ja, klar. Aber schöner Trick. Guck mal, sehr schöner ja. Trick. Pass mal auf, es gibt eine schöne Aktion hier in Hamburg, die nennt sich... Wie nennt es? Es ist ein Online-Theater, ein Safe-Theater, ein sicheres... Nee. Safe was VR. Was machst du da jetzt genau, Jared? Nur mal so. Theater. Ja. Auf jeden Fall hier Untertitel Show Must Go On. Ja, online. Show. Online. Ja. Okay, dann. Wie lange braucht man? Wann können wir es schaffen? Nächste Vorstellung wird Donnerstag, 20 Uhr, 2015. Das kriegen die Jungs hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, ja. Okay, dann gehen wir live Donnerstagabend. Ja. Ich würde sagen, wir machen das. Kleinkunst geht weiter. We have a stream. Johannes, wir brauchen dich am Donnerstag. Okay. Probier es. Genau so ist es doch. Okay. Show must go online war schon, aber we have a stream. Was hast du jetzt da gezeigt? Bei mir kommt es jetzt erst, leider zeitversetzt. Bei dir jetzt? Jetzt sehe ich es gerade. Drei Herren in einem leeren Theater, Save the Arch, sehe ich jetzt gerade. Deswegen hat er auch zeitversetzt den Ton angemacht. Mit Sicherheit. Ja, ich gehe auch später als ihr. Nein. Das ist ja der Beweis dafür, damit. Das ist Social Distancing. Also wir halten wirklich richtig Distanz, was so im Studio jetzt so ein bisschen aussieht, als wäre Olli hier nebenan. Der ist meilenweit von uns entfernt. Ich bin auch gar nicht so alt, wie ich aussehe eigentlich. Nein. Das ist total verwirrend. Auf Distanz und er heißt auch nicht Uwe, wie das Namensschild vorne auf seinem Laptop sagt, sondern er heißt Olli. Ist tatsächlich so. Und er kommt nicht aus New York. Nein. Das ist nur ein Bekenntnis. Wir versuchen die ganze Zeit so lange zu reden, bis Olli vergisst jetzt die Frage zu stellen, was das eigentlich war, was wir gerade gesehen haben. Die werde ich nie vergessen. Ich werde so lange fragen, bis du die Antwort bringst. Was war das gerade? Save the Art. Das ist ein Theater im Magikulum hier, sozusagen ein Zaubertheater in Hamburg. Unter Hashtag Save the Art könnt ihr euch dann eine Zaubershow anschauen. Da ist auch die Handpuppe Werner Mommsen schon mal zu Gast gewesen. Und das lohnt sich, vor allem, wenn man Zauberei liebt. Ich liebe Zauberei. Und bei dir scheint das auch so zu sein. Wolltest du gerade, soll ich es nochmal bestätigen? Ich liebe Zauberei auch. Ja. Nein, bei dir scheint es auch so zu sein, wenn du dir solche alberne Tricks raussuchst. Super. Es macht einfach Spaß, finde ja. ich. Und ich bin wie ein kleines Kind, ich freue mich über den billigsten Taschenspielertrick. Ich finde die immer total cool. Und weißt du was, es ist eine gute Zeit jetzt. Also wir müssen auch nicht zu lange über Zauberei reden, aber ja. jetzt gerade, wenn man so die ersten kleinen Tricks sich mal angeeignet hat und checkt, okay, ich brauche dafür schon so 3 Abende Zeit, um so die Bewegungsabläufe so, also bei dem Daumen geht das jetzt noch, ja. aber bei so dem nächsten Level, ja. sag ich mal. Jetzt da brauchst du musst du so ein bisschen üben zu Hause. Da geht es oft um Körperhaltung und um die richtigen Moves in der richtigen ja. zur richtigen ja. Zeit. Und die haben wir ja jetzt. Ne? Also unsere Magic Skills sollten wir jetzt nach der Corona-Krise mal vergleichen. Da gibt es bestimmt mehr als ich vorher. Ich kann zum Beispiel auch zaubern. Ich kann zum Beispiel machen, dass Luft riecht. Also das geht. Das mache ich ja. ganz oft. Dass, bei dem Trick möchtest du nicht dabei sein. Ne? Das klingt nach so einem, den so Onkel Herbert bei der Familienfeier so auf genau. so leicht angetrunken hat. Ich kann Luft, ich kann genau machen, dass Luft riecht. Guck mal her. Das ja. war Onkel Manfred bei mir, tatsächlich. Ja, das war Onkel Manfred? Ja. Bloß genau. der Geruch ist nicht so schlimm, aber das Brennen in den Augen, ne? Ja. Das kneift dann so brutal. Das ist das Schlimme daran. Ja. Wenn wir noch mal zurückgehen, kurz zu der Zeit mit der Band Echt, als sie unterwegs ja. war. Du hast ja Schlagzeug gespielt. Ich hatte mal so ein bisschen den Eindruck, dass du dich hinter dem Schlagzeug so ein bisschen versteckt hast und eher introvertiert warst. Wenn man dich jetzt so sieht und dich so erlebt, bist du ein ganz anderer Mensch. Habe ich das richtig gesehen? Oder? In manchen, ich glaube, es war so ein bisschen 50-50 damals. Wenn man jetzt von der... Die Bravo hat ja damals einzelne Bandmitglieder so ein bisschen charakterisiert. Ne? Ja. Und ich war schon der Lustige. Ich war schon nicht der Shy Guy, ich war schon eher der witzige Typ, aber es gab auch so andere Momente, in denen ich super schwermütig war und dann, es gab so diese zwei Seiten eigentlich immer. Und zum Ende hin,
als wir auch so weniger gelacht haben und so ein bisschen ernsthafter wurden und auch mehr so als Männer wahrgenommen werden wollten als Jungs und auch immer so einen passenden Gesichtsausdruck dazu hatten, der so ein bisschen seriöser war und so, da wurde das dann ein bisschen mehr mit der Schwermütigkeit. Manchmal denke ich aber auch, dass das was damit zu tun hat, dass wir so wahnsinnig viele traurige Lieder hatten. Ich glaube schon, dass das was mit einem macht, wenn du so mehr oder weniger jeden Abend auf die Bühne gehst und jetzt beispielsweise Leute zum Lachen bringst oder so. Das macht was anderes mit deinem generellen Serotonin-Level wahrscheinlich, ja, ja, als wenn du jeden Abend auf die Bühne steigst und ernst bist und die große Sehnsucht vor dir herträgst. So. Wenn du nur Moll spielst, dann... Wir hatten viel Moll. Ja. Wir hatten viel Moll. Und auf der anderen Seite waren wir halt die besten Kumpels und haben die Band ja schon gegründet, als wir 10 Jahre alt waren. Wie geil. Und dadurch war das halt so eine... Waren wir... Eine Mannschaft. Wir gegen die Welt, eine richtige Mannschaft, richtige Freunde einfach. Ja, und sind das auch immer noch. Ihr habt die Pubertät zusammen eigentlich erlebt. Komplett. Und komplett solche Songs, alles zusammen durchgemacht. Also der Song, der mir am meisten im Ohr geblieben ist, Du trägst keine Liebe in dir, glaube ich, ne? So hieß er. Und das war ja schon irgendwie, also ich empfand ihn dann so ein bisschen als so eine Art verzweifelter Pubertätsschrei. So habe ich das damals gehört. Ich fand den super, den Text und so, aber eben auch sehr deep und irgendwie auch traurig. Also, den hat Michel van Dijk geschrieben, hier aus Hamburg. Ja. Und ich fand immer... Der hat auch für Blümchen immer was gemacht, ne? Als sie Jasmin wurde, glaube ich. Als sie transformierte. Ja, genau. Jasmine Wagner. Als sie sich in ihren Kokon eingenistet hat und dann neu rauskam, da haben die, glaube ich, zusammengearbeitet, genau. Jetzt hast du auf dem Schlachthof gearbeitet als Kindergärtner und... Schlachthof war nicht dabei. Videothek oder... Videothek ganz lange. Weil du Schlachthof wäre krass. Aber weil du keine Kohle hattest, ne? Ja. Wie kann das angehen? Ihr wart so erfolgreich, ihr wart überall, hat irgendwie ein Hit nach dem anderen gelandet und dann no money? Also erstmal, wir haben gut gelebt in der Zeit, ne? Ja. Und damit meine ich, wir sind in ordentlichen Hotels abgestiegen, haben gut gegessen und wir haben jetzt auch nicht das Geld zum Fenster rausgehauen, aber wir waren auch jetzt nicht unbedingt sparsam. Ja. Und dann... kann ich dir einfach sagen, dass also auch an unserem Rockzipfel wurde natürlich dauernd gezogen, als sich das Geld auf dem Konto dann ein bisschen häufte. Es wird dann ja immer gesagt, lass das nicht liegen, lass das für dich arbeiten, du kannst nicht das Geld einfach liegen lassen und so. Und dann haben Teile der Band, ich war nicht der Einzige, in was damals sehr gehypt wurde von der Wirtschaft und auch von der Politik und so, in erneuerbare Energien. Ja. Investiert, allerdings in die erste Generation davon. Und das heißt, wir haben unter anderem in einen Windpark investiert, der dann, das war einer mit der ersten, glaube ich, die es in Deutschland so gab. Was auch heißt, dass es 3 Jahre später Windparks gab, wo die Stromerzeugung nur noch halb so viel gekostet hat. Die waren dann aber 5-mal so effizient. Also da wurde so schnell modernisiert, dass unsere kleine Windmühle ganz schnell zum alten Eisen gehört hat. Und wenn man das und somit habe ich das Geld eigentlich nur als theoretischen Wert mal irgendwie als Zahl vor mir gesehen. Aber es hat sich nie angefühlt wie ein wirklich realer Teil meines Lebens, weil ich es mir jetzt nie ausgezahlt habe und so Dagobert-mäßig, so viel war es nicht, aber so mal einmal drin baden oder so, sich einmal reich fühlen oder so. Das habe ich halt nicht gemacht. Und dann, dadurch war das Geld dann auch einfach weg irgendwann. Und dann musste ich arbeiten, wie jeder normale Mensch. Ja, toll, dass du dann jetzt so eine Karriere hingelegt hast. Echt, dann deine Freunde. Und jetzt bist du bei The Voice Kids. Im Grunde hast du 3 Karrieren. Jetzt ist aber Kulturona, also die 4. Karriere. Jetzt habe ich es geschafft. Jo. Jetzt bin ich bei euch. Ja. Naja, du musst nur aufpassen, dass du nicht 2-mal zu Kulturona kommst. Ne? Okay. Bei Kulturona kommt man 2-mal vorbei. Das erste Mal auf dem Weg nach oben. Oh, und dann... Ja, aber das wird bei Flo nicht der Fall sein. Flo kommt auf jeden Fall noch jetzt mal. Jetzt müsstet ihr, genau, das ernste als Gesicht. Als Zauber. Das ernste Gesicht von Oliver jetzt eben. Ja, weil du hast kurz nicht geguckt, so nach dem Motto, kann ich den bringen? Ja. Und dann hast du doch noch mal die Ausfahrt vorher genommen. Ja. Nee, ich hab den gebracht. Ich hab den ja eigentlich schon gesagt. Hast du ihn gebracht, der ne? ist ja schon gesagt. Ja. Im zweiten Teil kann man sich ja dann denken. Weißt du, was das Geile ist, was du da gerade angesprochen hast, dass ich... ohne Scheiß, und das ist jetzt auch nicht so ein Motivationsgelaber oder sonst was, aber dadurch, dass zwischen echt und dem, was ich jetzt mache mit deinen Freunden, womit ich wahnsinnig glücklich und sehr, sehr, sehr erfüllt bin, dass dazwischen 10 Jahre liegen, wo ich ein paar Jahre lang wirklich der monatlichen Miete hinterherrennen musste und mich so gut immer noch an das Gefühl erinnere, wie scheiße es ist, Geldsorgen zu haben. Ja. Dass du nie so auf so einen grünen Ast kommst oder immer denkst, oh Gott, und nächste Woche oder nächsten Monat kommt wieder ein geänderter Steuerbescheid von vor 5 Jahren oder sowas. Das macht ja den Kopf irgendwann echt kaputt. Und ich stehe jetzt, obwohl wir das
glaube ich, im 8. Jahr mit deine Freunde machen oder so, jeden Morgen wirklich mit so einem super dankbaren Gefühl dafür auf, dass ich das aus meinem Leben gemacht habe oder dass ich das machen darf mit meinem Leben. So. Auch wenn es kleine Nervereien gibt, wie bei jedem Menschen so und der Alltag manchmal sackt so, aber diese Dankbarkeit habe ich nie verloren und dafür waren die 10 Jahre super wichtig auch. Ich finde, das sieht man dir total an, dass du nicht ein abgehobener Popstar bist, sondern jemand, der das auch zu schätzen weiß und genießt und total Freude dran hat, dass es dir jetzt nicht irgendwie komplett am Morse vorbeigeht. Mir ist es auch wichtig, das zu merken, ehrlich gesagt. Ich will damit nicht, weiß ich nicht, kokettieren oder zu doll rausgehen, aber ich finde es wichtig, dass wenn es einem gut geht mit etwas, dass man das auch zeigt und dass man diese Dankbarkeit auch irgendwie nach außen trägt. Sonst ist ja gar keine Dankbarkeit, ja, oder? Eben. Ich weiß es nicht. Kann man die auch nur fühlen? Vielleicht auch, ja, aber so ist irgendwie, so fühlt sich's besser an. Gibt es Dinge, die dich noch überraschen? Klar, aber so mehr im Kleinen. Zum Beispiel? Wenn meine Tochter plötzlich, also wir sind leidenschaftliche Memory-Spieler im Moment. Und ich mache, so, wenn ich gewinne, was nicht oft vorkommt, obwohl ich die auch nicht gewinnen lasse mit Absicht, dann denke ich mir so Sprüche aus, die meinen Sieg feiern, die meinen Sieg zelebrieren. Manchmal schon jedes Pärchen. Jetzt zur Zeit ist es von Arnold Schwarzenegger, dass wenn ich ein Pärchen kriege, dann mache ich danach Hasta la vista, bang. Und schieß ihren Kopf weg. Und das hat sie jetzt das erste Mal nachgemacht. Und das hat mich sehr gefreut. Wer ruft denn da jetzt an? Oder wen rufst du da an? Was ist da los? Ja, Skype. Oh. Ja, es ist Skype hier. Ruft die uns da jetzt jemand an? Ja. Ich habe hier einen Anrufer hier. Sag mal. Ich gehe bewusst nicht ran. Ach so. Ich hab gesehen, wer das ist. Ja, wer war das? Ja, es ist ein Anruf für dich. Es ist ein Überraschungsanruf. Ein Überraschungsanruf? Ja. Oh, ich hab du darfst raten, wirklich? Wer es sein könnte. Bevor du das sagst hier, vielleicht hat das was damit zu tun, im Chat bei YouTube fragt einer, Lukas von deiner Band, ich glaube, war Echt war auch mit dabei, oder? Deine Freunde, Lukas? Lukas ist jetzt dabei. Das jetzt, ist mein Coachpartner bei The Voice und Bandmitglied bei Deine Freunde. Ob er auch mal live kommen kann hier, fragt hier ein Fan. Ob er was? Ob er hier auch mal live herkommen kann. Ja. Kannst du doch nicht entscheiden, das muss auch Flo fragen erstmal. Kannst du nicht sagen, erstmal ja. Muss ich sagen, er kann gerne so, kommen. Er ist herzlich willkommen. Das kann ich doch sagen. Ja. Lukas fragt, ob er hierher kommen kann. Nein, ein Fan fragt, ob Lukas auch mal kommen kann. Ja, das aber so toll, wie du es eben gesagt hast, hat es sich so angehört, als hätte Lukas geschrieben, ob er auch mal kommen kann. Kann ja sein. Das wäre ziemlich lustig gewesen. Ich hab's so verstanden. So ist es auch. Ja. Lukas hat geschrieben, ob er auch mal kommen kann. Ja, Lukas, du bist immer herzlich eingeladen. Unsere Tür ist offen. Ist er das denn da bei Skype? Ist er das denn vielleicht auch? Nein, das musst du jetzt ja raten, wer es sein könnte. Boah, wirklich, ich muss raten. Ja, ich habe erstmal wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich würde natürlich vermuten, jemand von meinen geschätzten Bandkollegen. Jein. Nein. Nein. Ja, du hast Jein gesagt. Also Bandkollegen klingt so jemand, der mit dir auf der Bühne ist und so weiter. Ja, das deswegen sind Bandkollegen. Ja. Ist es vielleicht? Ist es vielleicht Lars Ide? Das weiß ich nicht genau. Könnte man auch einen Sound ja, was ist er denn auch für ein mieser Cloakschieder? Macht mir hier meine Überraschung kaputt. Digga, du bist es. Ich hab vermutet, dass du es bist. Moin, warte. Lars, ich muss ein bisschen aufräumen hier. Ja, mach mal. Schön, dein Gesicht zu sehen, Lars. Wenn wir schon nicht mehr auf Tour gehen können zusammen gerade, ne? Herrlich. Ja. Na, hast du es auch so gemütlich wie wir? Uns geht das gut hier. Ja, ich hab das im Moment. Ich bin ja hier in meinem schlichten Wohnzimmer. Ich bin ja nur ein paar Meter von euch entfernt. Ja. Ja, genau, Ecke Silbersackstraße. Ja. Oh, Herr Nachbar, dann müsst ihr mal vorbeikommen zur Nachbarschaftssendung am Sonntag. Supergeil. Auf jeden Fall. Also ich bin hier ja nun schon 20 Jahre jetzt schon in der Bude hier oben auf dem Dach. Und freue mich jetzt, dass ich zu meinen Nachbarn hier mal rüberkommen kann. Ne? Du kannst vor allen Dingen, wenn die so tollen Besuch haben. Ne? Ja, ne? Wie lange hast du den Besuch denn nicht gesehen, du? Ach, wir hatten noch
Ende des Jahres waren wir noch ein bisschen zugange, Anfang des Jahres waren wir noch ein bisschen zugange und dann wollten wir ja durchstarten und dann haben wir uns ja, mussten wir uns ja beschließen, dass wir zu Hause bleiben. Ja, jetzt hört sich zugange irgendwie, wenn man auf der Reeperbahn sagt, waren wir zugange, ein bisschen komisch an. Es wäre ganz gut, wenn du kurz aufklärst, womit ihr beiden so zugange wart. Ich kann es jetzt auch erklären, aber ich finde es schöner, wenn du es erklärst. Ja, wir bumsen halt, ne? Das sagt Flo, weil er immer Bums macht mit der Fußtrommel. Bum. So ist es. Also ich erzähl's euch. Ja. Lars, wenn ich das kurz erzählen darf, weil es ist mir wirklich eine Freude, dass sich unsere Wege nach all den Jahren wieder gekreuzt haben. Denn Lars hat uns damals, da war ich glaube ich 16, 17, da hat er uns tourmäßig, als wir unsere ersten Echt-Touren gespielt haben, damals noch als Backliner, ne? Aber hast du uns unter deine Fittiche genommen. Für alle, die nicht wissen, was Backliner sind. Lars, hau mal eine Kurzbeschreibung von Backliner raus, kurz. Ja, Gitarren klar machen, Handtuch hinlegen, Zigarette und Rotwein oder wahlweise Bier, manchmal auch Mineralwasser. Der Musiker grinst den ganzen Abend, hat eine tolle Zeit, begeistert das Publikum, geht danach wieder nach Hause, hat eine gute Zeit, alles richtig gemacht. So ist es. Und, wow. Und was noch dazu kommt, besonders in den Fällen, wo es gut läuft, und so war das dann bei Lars und mir auch damals, dass wir so die ein oder andere Nacht auf der Autobahn im Bus vorne, ich habe zu dem Zeitpunkt damals noch Zigaretten geraucht und dann haben wir uns immer vorne getroffen, was meistens der einzige Ort war, wo man so rauchen durfte, neben dem Busfahrer. Und da hat man dann so männermäßige, philosophische Gespräche nachts auf der Autobahn geführt. Das haben wir halt über ein paar Jahre gemacht, über die Echtzeit eigentlich komplett, also so 4 Jahre auf jeden Fall saßen wir in irgendwelchen Bussen. Wortreich oder einsilbig? Sehr wortreich. Okay. Sehr wortreich. Nicht das, worüber wir vorhin geredet haben. Ja, eben, deswegen. Nicht nur die Gutantworten, sondern wirklich, da fand ein sehr, sehr schöner und wichtiger Austausch statt. So. Was hast du? Wir sind schon in die Tiefe gegangen. Wir sind richtig in die Tiefe gegangen. So. Und das war auch das war echt oft auch ein Trost. Und da sind wirklich jetzt auch unironisch sehr schöne und wichtige Gespräche bei gewesen. Und dann gab es ja diese 10 Jahre bei mir, wo ich niemals damit gerechnet hätte, weil ich das auch nicht so forciert habe und nicht so gesucht habe, dass ich jemals wieder in irgendwelchen Tourbussen, geschweige denn mit Lars Ide, zusammensitze. Und dass das der Fall ist, dass wir jetzt zwischendurch bei den größeren Deine-Freunde-Konzerten Lars als technischen Leiter dabei haben und wir also wieder vorne im Bus, nicht immer rauchend, aber sitzen und diese Art von Gesprächen führen können, das ist so eine der Sachen, wo ich sage, das ist wirklich danke für mein Leben, ne? Und da hätte ich auch wirklich niemals damit gerechnet, dass das überhaupt noch mal so weit kommt. Und jetzt, wenn Corona vorbei ist irgendwann und wir wieder auf Tour gehen, wird es diese Momente auch wieder geben. Ja, lass schon mal Bock Lärm drauf. Machen für Lars, oder? Lars! Wow. Bester Mann! Ein Wort für deine Freundschaft zu Lars? Lars, Diggi, ich weiß, du bist eigentlich, du redest gerne viel, aber du bist kein Mann der großen Worte. Du weißt, wer du bist. Ich freue mich mega, wenn es wieder losgeht mit dir. Grüße an die Familie und in dem Fall dann jetzt mal St. Pauli. Ne? Das sollte kein Abschiedswort sein, sondern es sollte eigentlich ein Wort sein, was Lars beschreibt. Aber das hast du alles damit schon... Ach so, Lars ist für mich ein Ur-Hamburger. Der ist mehr Hamburg als irgendjemand anders. Hört man gar nicht. Das, ne? Ich habe das gar nicht gehört, wenn ihr so geredet habt eben. Wa? Ja, meine Großmutter aus Bordel, die ist auch eher mehr über den Spitzenstein gestolpert, nicht? Ja. Kannst du auch Plattdütsch eigentlich? Kannst du auch Plattdütsch? Ich bin schon relativ hochdeutsch und dann mit dem Spitzenstein sehr aufgewachsen. Ja, schön breit, ne? Naja, nur hat der Flo gesagt, wenn Corona vorbei ist, ne, dann sehen wir uns wieder. Wie sieht's denn jetzt überhaupt aus? Ich meine, bei euch ist ja auch so einiges weggebrochen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also erstmal, ich muss jetzt mal einen Ball zurückspielen, der auch in diese Zeit passt, wo viele meiner Kollegen, die ich sehr schätze, wirklich um Existenzen gehen. Das geht weiter über die kleinen Clubbesitzer, dass jeder hat hier ein Packen zu tragen. Das ist ja keine Einzelgeschichte mehr, sondern eine globale Geschichte. Hier kann jeder mal mit seinen Einzelsachen zurückhalten und wir sollten gucken, dass das Ganze läuft. Aber eine Sache muss ich noch hervorheben und das zeigt auch die Größe deines Gastes, den du da sitzen hast. Ich muss jetzt mal an dieser Stelle sagen, was ich nicht oft mache. Was deine Freunde mit ihrer dazugehörigen Booking-Agentur KKT Berlin durchgezogen haben, ist allen Ehren wert.
In der Grundsituation schmeißen gerade alle Leute andere Leute raus. Selbstständige Techniker müssen, geschweige denn, ob sie noch Geld kriegen und jetzt keine Arbeit mehr haben und alte Rechnungen werden auch nicht mehr bezahlt. Genau in diese Bresche sind diese Jungs gegangen mit ihren dazugehörigen Leuten aus dem Kommandostab. Und als, ich glaube, eine Woche nachdem die Tour abgesagt worden ist, haben wir eine Rechnung geschrieben und weitere 4 Tage später war Cash auf dem Konto. So. Ohne viel Worte. Das war klar, es geht raus. 3 Tage später kam eine Mail von der offiziellen Geschichte und gesagt, Leute, wisst ihr was? Das ist alles voll scheiße. Oh, schade, wie ich ja mal zu meiner Tochter auch mal sage, schade. Ne? Ist schade, dass das jetzt alles aushält, aber wir wollen hier mal ein bisschen Solidarität zeigen. Geiles Ding. Super. Ja, also da gehört auch ein großes Mitsprechen mit dem Danny Engel oder mit dem Kiki von KKT oder die bezaubernde Marcella und die wunderbaren deine Freunde. Und jetzt sage ich dir, Bad Jared und Orns, was ich meine. Man weiß, wo man hingehört. Ne? So. Großartig. Absolut. Damm ich doch mal. Geil, Lars. Nee, und von daher Flo und ich, das ist schon, Alter, wir hängen seit also 99. 98 bin ich dazu gestoßen bei den Echtjungs. Wahnsinn. Und das ist so eine lange Zeit. Ja. Man. Freundschaften, richtige Freundschaften überstehen Jahre. So ist das. Und wenn man sich dann wieder trifft, dann redet man miteinander und man denkt, Alter, wir haben doch hier erst vor einer Woche gesessen und geschnackt. Nee, das ist schon 4 Jahre her. Was? Kommt mir gar nicht so vor. Und so eine Geschichte ist mit Flo. Ja, man kann, Lars, man kann dir stundenlang zuhören. Ja, ich finde, wir laden dich. Du musst mal rumkommen, Lars. Du musst einmal rumkommen und ein paar Tourgeschichten einfach machen. Silber sagt Spaß. Jared, bin ich dabei. Aber weißt du, mit wem die Tourgeschichten noch schöner wären? Wenn wir unsere bezaubernde, überaus geschmeidige Kollegin Mitra Kasai einladen könnten, weil mit der habe ich früher Jackie Hildisch 5 Sterne zusammen gemacht. Und da liegt der wahre Shit. Ja. Ah, du, Mitra ist auch eine Freundin also, von Uwe, die ist auch schon hier gewesen. Und ja. Du, dann kommt ihr zusammen. Wir müssen ein bisschen darauf achten, dass wir nicht zu viele werden. Aber das kriegt wie hin, würde ich sagen. Müssen wir die auch zustellen, weil Mitra, das sind so die Leute, die Mitra Kasai. Dann gibt es auch noch, das will ich auch noch mal kurz, das ist ein Tipp für deine Sendung. Ich will ja jetzt hier nicht einen auf dicke Hose machen. Schade. Überhaupt nicht. Kommt überhaupt nicht durch. Be My Quarantine von der Firma Tourhafen. Die machen eine Sache, da kannst du T-Shirts kaufen und du kannst deinen Lieblingsladen ankreuzen. Und das rennt wie Sau. Die unterstützen die ganze Hamburger Clubszene im Moment und die haben richtig viel zu tun. Weil das geil ist, dass die Leute T-Shirts kaufen, wo fast 3/4 des Geldes an den Club geht. Und die Leute können sich so Unterstützerlogos raussuchen auf der Seite und sind dann sozusagen eine Army. Und wenn dann irgendwann die Kneipe wieder aufgeht, dann kommen die mit ihren T-Shirts und haben ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist super. Be My Quarantine, Digga, das ist einer der besten Geschichten, die ich so mitgekriegt habe. Und wie ihr ja wisst, es gibt im Moment viele Geschichten. Nicht die schönsten, aber lasst uns weiter positiv bleiben und dranbleiben. Und vor allen Dingen, wir arbeiten an der Zukunft und nicht an der Vergangenheit. So sieht's aus. Sehr gut. Bester Mann. Word. Sehr gut. Las Vegas Ide. Wieso ist er jetzt einfach ohne Tschüss zu sagen raus, oder was? Nö, ich sitze hier noch. Er sitzt nur. Aber es war gerade so, das war so ein... Du hättest jetzt mit so einem Knall, so einer Explosion, bam irgendwie verschwinden können. Ja. Das war alles auf den Punkt gebracht, Lars. Herrlich. Lars, bleib doch noch einen Moment. Sonst bleib doch einfach ein bisschen dabei. Bleib doch hier, wenn du noch Zeit hast. Häng mit uns rum. Obwohl, nee, wir haben noch einen Skype-Anruf. Da geht es auch so ein bisschen um Nachbarschaft. Lars, ich finde, man soll einfach mal aufhören, wenn es am schönsten ist. Und wir haben dann sowieso dann noch mal einen Grund, dass wir dich mit Mitra einladen. Die macht nämlich All-Inclusive, da war sie schon mal deswegen hier an einer Sonntagssendung. Da hatten wir eine Kindersendung auch gehabt und so weiter. Und dann kommt ihr beiden her und dann machen wir Märchenstunde. Olli und ich sitzen mit offenen Mündern vor euch und hören einfach zu. Freue mich drauf. Alter, und ich schwöre, das wird ein ganz wunderbares Bild, euch mit offenen Mündern zu sehen. Ja, ich sag dir das so. Aber nichts reinstecken da. Ja, nichts reinwerfen, gar nichts, ne? Alter, hau rein. Ciao, Lars. Jo.
Bis bald, hoffentlich. Tschüss. Unfassbar. Großartiger Mensch. Als wir den kennengelernt haben, war der gerade mit Nils Frevert auf Tour. Und wir sind, also ich bin bis zum heutigen Tag extrem großer Nils Frevert-Fan. Und da haben wir den ausgesagt. Er musste uns alle Geschichten erzählen, alles, was er erlebt hat. Und die Geschichten sind nicht weniger geworden im Laufe der Jahre. Viel Spaß, wenn er dann kommt. Ja, herrlich. Der hat eine große Festplatte, der Mann. Ja, wir sind ja live auf Facebook und auf YouTube. Ja. Und ich will eben mal kurz auf YouTube. Da gibt es Leute, das muss ich schnell loswerden. Sulaf schreibt, Sulaf 3011, ich bin mit 13 immer noch davon begeistert, wenn Leute mir eine Münze aus meinem Ohr ziehen. Das kam vorhin über die Zauberei. Und Sulaf schreibt auch, nun ist Flo der größte Scherzkeks und er legt alle rein und dafür lieben wir ihn alle sehr mit Herzchen und so weiter. Und Leroy Fantasy, weiß ich, ob du den kennst oder ob es ein Fan ist, Flo. Und hi Leroy. Leroy, wir wissen noch nicht, wie es nächste Woche wird, aber wir freuen uns tierisch auf dich. So, das musst du noch mal eben erzählen. Ja. Bisher waren ja aufgezeichnete Sendungen, die gezeigt wurden. Alles, was gezeigt wurde, haben wir im Januar aufgezeichnet. Das heißt, das ist deine erste Live-Sendung seit... Seit euch? Ach so, du meinst, das hier ist jetzt die erste? Ja. Ach so, ich dachte, du meinst, nächste Woche wird die erste Live-Sendung. Das wird natürlich... Seit euch. Ja, seit... Das ist noch besser. Oder? Ja. Danke. Ja. Aber wir sind auch die erste Live-Sendung sozusagen während Corona. Oder? Sehe ich das falsch? Ja, ich wüsste niemanden. Möchtest du denn gerne noch ein Wasser haben vielleicht? Nee, jetzt läuft's. Vorhin hat das wirklich ein paar Minuten gedauert, bis ich diesen Frosch aus dem Hals rausbekommen habe. Aber das kenne ich. Die Luft ist ja auch. Jetzt ist cool. Ja. Also nächste Woche dann live? Nächste Woche live. Wie wird das sein? Keiner weiß, wie man... Ne? Nee, wir wissen es auch noch nicht so genau. Ich weiß, dass die Produktionsfirma sich da alle nötigen Gedanken macht, um gleichzeitig so verantwortungsvoll wie nötig zu sein. Und aber auch, bei mir ist schon so, ich frage mich, wie der Moment wird, wenn das Gewinnertalent feststeht, egal ob es aus unserem oder einem anderen Team kommt, der Moment, wo es erfährt, ich habe gewonnen und dann niemanden umarmen kann. Ja, das ist grausam. Ich weiß, also wie, wenn man sich so mit sich selber freuen muss. Man muss ja so. Wahrscheinlich, jeder darf eine Person mitbringen. Wahrscheinlich ist dann zumindest irgendwie die Mutter in den meisten Fällen dabei oder so. Aber wir müssen uns selber auch ein bisschen überraschen lassen, wie das wohl wird. Weil ich glaube, so komplett zu Ende geplant ist es noch nicht. Aber die sind gut dabei. Sonst, wenn die Fragen haben mit Live-Sendungen, Corona-Zeiten, können die sich an euch wenden. Sich gerne bei uns melden. Ich sag denen das. Also wir haben jetzt schon fast 20 Sendungen gemacht. Wir sind extremst routiniert. Ich wir würden krass, denen auch. Mit was für einer Leichtigkeit ihr das macht, übrigens, wollte ich mal sagen. Vielen Dank. Live-Sendungen sind ja immer alle so, oh Gott. Ja, aber das ist schon immer irgendwelche Aufnahmeleiter, die 2 Stunden vorher verschwitzt irgendwie. Gibt's halt hier eigentlich alles nicht. Durch also, die Ecke, in der und Ecke sind, kauern. Ich muss das Kompliment zurückgeben. Es sind auch die Gäste. Wir hatten bisher nur Leute, die auch wirklich entspannt haben. Ja. Wir sind ja, muss man draußen vielleicht mal wissen, eine Stunde vorher bist du gekommen. Dann quatscht man ein bisschen, schnackt. Auf und alle haben Lust und alle freuen sich und alle sind dabei. Ja. Wir brauchen gar keinen, der das bremst. Das ist gar nicht notwendig. Also. Ich finde es echt super geil. Es ist irgendwie euer Laden und ihr habt euch das ausgedacht. Es gibt Musik hier und es ist irgendwie ein entspannter Vibe. Ich würde gerne ein zweites Mal wiederkommen, auch wenn es dann auf dem... Und das wollte ich vorschlagen. Auch wenn es nach unten geht. Das machen wir. Als Magic Flo Ryan. Yeah. Bart und Zaubertricks. Ja. Weißt du? Und dann, wir sagen gar nicht, wer er ist. Wir sagen, hier ist ein Zauberer. Und dann machen wir wieder einen Überraschungsanruf und du musst raten, wer es ist. Alles klar. Ich weiß schon, wen wir dann reinholen dann. Ja? David Copperfield. Rolf Zukowski. Ach nee, dann ist ja keine Überraschung mehr, ne? Aber vielleicht Rolf Zukowski verkleidet als David Copperfield. Nein, ich wollte eigentlich jetzt... Ablenkung gesagt, damit wir noch eine Überleitung haben. Ja, ich wollte eine Überleitung zu Rolf Zukowski, weil es gibt ja eine Verbindung. Ja. Er hat ja euch beim Label mit unterstützt, beziehungsweise ihr seid bei seinem Label, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die Verbindung entstand aber eigentlich durch... Eine witzige Fügung. Ihr wolltet euren Bandnamen nach ihm benennen, beziehungsweise ähnlich. Wie soll der Bandname heißen? Ähnlich. Wir sind alle drei deine Freunde, Mitglieder, sind Fans guter und aber auch schlechter Wortspiele. Ja. Und wir fanden ganz zu Beginn unserer Band die Idee gut, uns Rolf zu Kopfnick zu nennen. Wegen Hip-Hop und Beats und so. Ehrlich gesagt, ich finde den Namen bis heute nicht schlecht. Genial. Also, da muss auf jeden Fall ein Song mit dem Titel hin. Also, finde ich super geil. Stimmt, der zumindest könnte noch entstehen. Ja, Wolf, na, und damals nicht. War mein... ein Nachbar aus dem Haus nebenan war
Ali, der Sohn, also Alexander, der Sohn von Rolf, mit dem ich auch befreundet war, auch zwischendurch ein bisschen Musik zusammen gemacht habe. Ich war mal sein Leihschlagzeuger für eine kurze Zeit. Über ihn bin ich dann an die E-Mail-Adresse von Rolf gekommen, habe ihn relativ aufgeregt angeschrieben und ihm so ein paar so unsere ersten Demos mitgeschickt und wollte eigentlich nur wissen, keine Ahnung, ich kannte ihn ja noch nicht zu dem Zeitpunkt, würde er rechtliche Schritte gegen uns unternehmen, falls wir uns für diesen Namen entscheiden sollten? Oder findet er es vielleicht sogar cool? Und dann hat er mich angerufen, eine Woche später. Ich wusste, dass er anruft, war ganz schön aufgeregt deswegen, ehrlich gesagt. So, weil das einfach so, den brachte ich, wie viele andere Leute auch, mit einem bestimmten Teil meiner Kindheit irgendwie, da ist da so fester Bestandteil von. Und mit diesen Menschen dann... Wenn ich kurz unterbrechen darf, der hat neulich auch angerufen. Ging's dir auch so? Wir haben eine Skype-Schalte mit ihm gehabt. Ja. Hat er drei Lieder gespielt von seinem Dachboden. Ich kenne ihn und wir haben auch schon ein paar Mal gesprochen. Ja. Aber trotzdem habe ich immer noch einen ganz besonderen Respekt vor ihm und natürlich geguckt, dass alles hier klappt und alles funktioniert. Dann war das Gespräch zu Ende und dann war das hier, also ein paar Sekunden war erstmal totenstille, weil alle total berührt waren von dem, was er gesagt hat und was er gespielt hat. Ja, und er ist ein sehr lässiger Typ. Sowas, also wie wir hier die Skype-Schalter eingerichtet haben. In seinem Arbeitszimmer hat er CT im Hintergrund, hängt so eine Beatles-Platte, das ist ein Fehldruck, nur mal so eben schnell nebenbei erzählen und so. Also das Ding ist wahrscheinlich richtig, was wird aber wieder die Finger lecken. Ja, ja. Also jetzt erzählst du von dem Anruf, ich habe dich jetzt unterbrochen. Also genau, er hat mich angerufen und direkt eigentlich um ein Treffen gebeten. Er hatte direkt Bock, uns kennenzulernen, fand das musikalisch ganz spannend, was wir da schon in diesen ersten Demos irgendwie uns ausgedacht haben. Dann haben wir uns zum Kuchenessen auf dem Kiez getroffen. Wir haben wirklich Kaffee mit ihm getrunken, uns einfach so unterhalten über dieses und jenes, aber natürlich auch viel über Musik, ein bisschen Kuchen zusammengefratzt. Und dann bei einem unserer nächsten Treffen hatte er direkt Leute von Universal damals mit bei sich zu Hause sitzen, wo er uns dann unterbringen wollte. Er hatte selber sein Sublabel nochmal, was mit so Universal zusammengearbeitet hat. Und bei denen waren wir dann einige Jahre unter Vertrag. Und in diesen Jahren haben wir ihn noch viel besser kennengelernt, haben uns öfter getroffen. Er kam auch jedes Mal, wenn wir ein neues Album gemacht haben, kam er zu uns ins Studio, hat sich das angehört. Ich habe mir jedes Mal vorgenommen oder so die Hoffnung gehabt, dass wir uns einmal gemeinsam richtig einen reinstellen. Einmal besoffen sein mit Rolf Zukowski, da hatte ich richtig Bock drauf. Keine Chance, ne? Er war jetzt auch nicht total anti, was das angeht, aber er kam dann doch oft irgendwie so, dass er vielleicht danach noch Termine hatte oder irgendwie sonst was. Das hat nie gepasst. Aber unsere Freundschaft ist im Laufe, und es ist, heute kann ich wirklich von einer Freundschaft reden, ist im Laufe der Jahre halt so gewachsen. Und was ich auch nicht uninteressant zu erwähnen finde, ist, dass wir eigentlich, wir haben uns mit unserem letzten Album selbstständig gemacht als Band. Also wir haben fast alle geschäftlichen Verdrahtungen, die wir so hatten, gekappt und machen das jetzt eigenständig über unser eigenes kleines Label Sturmfreie Bude, wo man jetzt denken könnte, wenn dann jemand nicht mehr so gesehen von uns profitiert, abgesehen davon, dass Rolf es nicht nötig hat, von irgendjemandem zu profitieren. Aber hätte ja auch sein können, dass dann sein Interesse an uns auch irgendwie langsam schwindet oder so. Es hat sich überhaupt nicht, auch nicht 1% ins Negative geändert. Da kommt immer noch vorbei, hört sich immer noch die neuen Sachen von uns an, ist immer noch ein guter Freund von uns und einer, dem wir gerne zuhören, der mit seiner Erfahrung nicht eklig um die Ecke kommt oder so dauernd irgendwie was erzählen will oder so, sondern jemand, dem du gerne zuhörst, bei dem du hörst, da spricht irgendwie, weiß ich nicht, da spricht Erfahrung, da spricht aber auch Güte, da spricht auch Intelligenz und echtes irgendwie Interesse, und auch Humor, was man ihm auch oft nicht zutraut oder was man vielleicht nicht als allererstes mit ihm in Verbindung bringt. Einmal habe ich irgendwie so einen schlüpfrigen Witz bei einem, also so ein richtig so ein Hardcore-Ding, was so ein bisschen unter der Gürtellinie war, als im kleinen Rahmen denk gebracht. Bei dir gar nicht. Und da hatte ich so ein schlechtes Gewissen noch am nächsten Tag, dass ich ihn angerufen habe und sagte, ey Rolf, noch mal wegen meinem Joke da von gestern und so. Und da habe ich richtig das Bedürfnis gehabt, da noch mal meine Weste zu reinigen richtig sozusagen. Zurück. Und er war dann auch ganz lieb, hat gesagt, Flo, ich kenne solche Jokes. Aber er hat mir, es war überhaupt nicht mehr schlimm. Nach dem Auflegen ging es mir wieder gut. Es war ein ganz therapeutischer Effekt in dem Moment. Und das kann das zeigt, Rolf was für ein auch besonderer Mensch er ist. Ne? Ja, es gibt ja wirklich ganz wenige Menschen in dieser Branche, die genauso ticken. Und ich finde, da
bedeutet das Wort Respekt nicht Ehrfurcht, sondern eher so Wertschätzung. Also Begeisterung auch, wenn du jemanden begeistert zuhörst, das ist auch eine Form von Respekt, finde ich. Das zeigt nicht aber auch, was für ein besonderer Mensch du bist, weil einen dreckigen Witz zu machen und hinterher zu überlegen, oder war das vielleicht doch ein bisschen zu doll? Ich wusste es nicht. Ja. Ich dachte am nächsten Morgen beim Aufwachen so, Mann, musst du so einen Joke bringen, wenn Rolf Zukowski dabei ist? Ich sag dir mal was. Aber hey, vielleicht genießt er den ja an der einen oder anderen Stelle auch. Und innerlich hat er bestimmt geschmunzelt. Ja, hier im Chat, Dagmar Lauschke schreibt, was für ein unglaublich sympathischer Gast mit einem Herzchen. Das gilt dir. Also das liebt Dagmar, danke. Hört auf jetzt. Ach, das tut auch mal ganz gut. Ja, das stimmt. Ich finde, wir machen eine kleine Pause. Lass das mal sacken. Das fand ich jetzt im positiven Sinne sehr emotional gerade. Und du kommst ja eh noch mal wieder. Also von daher, was wollen wir uns hier hetzen? Lass noch ein bisschen Musik hören vielleicht. Moment. Wir haben ja noch einen Skype-Anruf. Richtig. Wenn ich sage Jin Sul, was fällt dir dabei ein? Jin Sul? Ja. Ad hoc? Ja. Mal wieder ein schönes Wort aus. Ad hoc nichts. Ad hoc nichts. Ad hoc nichts. Nichts. Jin Sul ist ein Gin, der in Hamburg produziert wird, destilliert wird, in Hamburg-Ottensen. Ja. Kann man hier bei uns auch trinken, bei Uwe? Kann man hier auch trinken, aber ich will gar keine... Hier bei euch? Ich will gar keine Werbung für alkoholische Getränke machen. Aber der Betreiber, der Gründer dieser Destillerie hat eine fantastische Idee. Und da gucken wir mal ganz kurz rein. Stefan Garbe destilliert mit seinem Team edle Gins. Jetzt wird in Bahrenfeld Desinfektionsmittel abgefüllt. Dann bin ich bei Instagram von Ärzten angesprochen worden, ob wir nicht als Destillerie auch Desinfektionsmittel herstellen können. Und das machen viele unserer Kollegen im ganzen Land und in Europa, also von Finnland bis Portugal, sind alle dabei. Und alle, die Ethanol haben, versuchen irgendwie zu helfen. Olli, du hattest noch eine Frage. Nee, ich wollte nur ganz kurz sagen, das lief im Hamburg-Journal und ganz toll, das kann man sich im Internet angucken, sowieso zurzeit in der Mediathek, da laufen tolle Geschichten über Hamburg und eben, was die Menschen in Hamburg so machen, und vielen Dank ans Hamburg-Journal, dass sie uns nicht verklagen, dass wir diesen kleinen Beitrag, der frei im Internet zu sehen ist, hier gezeigt haben. Das ist ja vom NDR, nicht? Das Beste am Norden. Gut, die mögen uns. Wir mögen uns. Ja, die mögen uns. Und wir mögen die. Ja. Wir mögen die, was sag ich, was erzähl ich? Genau, aber hier ist aber auch schön bei euch. Also NDR auch schön von innen und so, aber hier? Fühlt sich beides wohl? Sehr schön. Nochmal one level up, kann man das sagen? Nein, Gottes Willen, nein. Olli ist immer so... Von der Gemütlichkeit her. Olli ist nur von der Gemütlichkeit. Scheiden. Das ist so heimelig hier, ne? Ah, wirklich. Ja, du kannst immer wiederkommen, wirklich jetzt. Cool. Du kannst auch gleich hier bleiben. Du kannst auch hier bleiben. Dann bleib ich. Den Stefan Garbe, so bei mir, ich fummel jetzt hier mal so lange, den habe ich jetzt am Telefon, wie gesagt, einer der Gründer, und der ist auf diese plitsche Idee gekommen. Mensch! Stefan! Hi! Hier Moin. Sind wir! Ja! Na, wie ist die Lage? Wie bitte? Wie ist die Lage bei dir? Ja, ganz entspannt, ne? Ja, tolle Idee, jetzt bei euch Desinfektionsmittel zu machen. Wie läuft es denn? Wie läuft die Produktion jetzt zurzeit bei euch? Ja, im Moment läuft nicht so richtig viel Produktion. Wir haben, als das so losging mit dem Corona-Thema, ein bisschen Stock aufgebaut, weil wir gedacht haben, wenn bei uns jemand krank wird, dann brauchen wir ja Gin, den wir noch verkaufen können. Aber dass es dann so hart wurde, hatten wir nicht gedacht. Und ja, viele, also wir beliefern die Gastronomie vorwiegend, also Hotellerie, Bars, Clubs, Restaurants. Und die haben ja alle zu. Und jetzt merken wir das mit Verspätung natürlich bei uns auch, weil bei uns das Geschäft komplett eingebrochen. Ja, und die Produktion des Desinfektionsmittels, der Desinfektion, wie läuft das denn? Also die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat auf ihrer Website sehr einfache Rezepte und so eine Erklärung, wie man Desinfektionsmittel herstellt. Das ist ein relativ einfaches Rezept, besteht aus 4 Bestandteilen, nämlich Ethanol, Wasserstoffperoxid, Glycerol, das ist sozusagen, damit man da so ein bisschen einen hautpflegenden Charakter hat, weil man sich da sonst die Hände mit auflöst, und destilliertes Wasser. Und als Destillerie haben wir natürlich Alkohol, und dann habe ich gedacht, was können wir tun sozusagen, wenn wir keinen Gin mehr produzieren, dann müssen wir irgendwie was anderes machen und mit dem guten Alkohol was Gutes anstellen. Und dann haben wir rumtelefoniert mit dem UKE und mit einem anderen Klinik und so. Und irgendwann haben wir festgestellt, die brauchen alle fertiges Desinfektionsmittel, und vor allem die Not ist ganz groß bei Pflegeheimen,
bei Palliativpflegediensten, bei Arztpraxen. Ich bin angeschrieben worden über unsere Social-Media-Kanäle von tatsächlich niedergelassenen Ärzten, die gesagt haben, sie kommen nicht mehr an Desinfektionsmittel ran. Und da habe ich gedacht, da müssen wir was tun und haben uns mit einer Apotheke zusammengetan, die sozusagen gemeinsam mit uns das hergestellt hat, weil die sind ja die Fachleute, die dürfen das machen. Und wir haben das dann sozusagen in deren Auftrag zusammengerührt und abgefüllt. Ihr seid quasi die Fabrik und die sind die Auftraggeber, die die Rezeptur mitbringen und das dann anmischen. Hier sind die Wichtel und die sind sozusagen die Wichtel. Wichtel ist schön. Ersetzt denn jetzt das Geschäft oder beziehungsweise die Produktion des Desinfektionsmittels den Ausfall, den ihr jetzt habt, weil ihr keinen Gin verkaufen könnt? Nein, das ist reines bürgerliches Engagement. Das hat nichts mit Geschäft zu tun. Also wir haben zum Beispiel eine Druckerei, mit der wir viel zusammenarbeiten, die umsonst die Etiketten gedruckt hat. Wir haben eine Firma gefunden über drei Ecken, die uns diese Plastikflaschen geschenkt hat, die Firma Greve und Behrens. Also das ist, glaube ich, da packen dann alle mit an und sagen, jeder macht das, was er tun kann, am besten tun kann. Ne? Also unsere ganzen Kunden, die kochen jetzt für Klinikmitarbeiter. Jeder versucht irgendwie was zu tun. Das ist ein gutes Thema jetzt gerade. Mit was für einem Gefühl blickst du denn in die Zukunft? Also wir haben ja jetzt erfahren, 31.8. bis dahin gibt es auf jeden Fall keine Großveranstaltungen. Kleinere Veranstaltungen, das wird ja jetzt alles noch diskutiert, ab wann es losgehen darf. Das heißt, für die Gastronomie, für die Clubs ist vieles noch offen. Mit was für einem Gefühl blickst du in die Zukunft? Also als gestern, ich glaube, alle, die in der Gastronomie arbeiten, die haben gestern die Pressekonferenz gesehen und man hat es ja geahnt, aber ehrlicherweise, ich habe mit vielen Leuten gesprochen und ich bin echt ein bisschen nah am Wasser gebaut in letzter Zeit. Das ist für alle total existenzbedrohend. Und die sozusagen eine Bar jetzt haben, die wissen nicht mehr weiter, wie es weitergehen soll. Also das ist ja so, ich habe das auch meinen Leuten geschrieben, du weißt, du hast kein Geschäft, du weißt, du kannst die Miete nicht zahlen, du weißt aber, das wird alles fällig irgendwann. Das heißt, viele haben im Gedanken ihren Betrieb eigentlich schon abgeschrieben, aber dann geht der Schritt ja weiter und dann denkst du, häufig sind das ja keine GmbHs, sondern Einzelunternehmer, die das machen. Und dann steht Haus und Hof auf dem Spiel. Und ich bin eigentlich ein Optimist, aber gestern war für alle, die in der Gastro arbeiten, ein Schlag in die Magengrube, weil natürlich, ich glaube, die Kanzlerin hat dann so einen Nebensatz gesagt, ja, über Gastronomie haben wir gar nicht gesprochen. So nach dem Motto, wir kümmern uns gerade um wichtigere Dinge. Und man muss sich schon ablenken. Ich habe heute, glaube ich, 1000 Mal gesagt, wenn das Wetter nicht so gut wäre, wäre es einfach schlimmer. Also wenn man rausgeht und der Himmel ist blau, da hat man zumindest so ein bisschen positive Grundstimmung. Und ich glaube, ein Land wie Deutschland, und man sieht ja jetzt diese ganze Nachbarschaftshilfe, die es gerade gibt, ich muss mal eine tolle Geschichte erzählen. Ich habe heute, gestern Abend hat einer unserer Händler, also jetzt im Moment ist ja sozusagen Lebensmitteleinzelhandel ein bisschen das Rückgrat für Hersteller wie uns oder Lieferanten der Gastronomie. Kannst du im Edeka noch was verkaufen? Wir haben seit Anbeginn beliefern wir die Firma Niemerszein. Die haben so mehrere super Edeka-Supermärkte. Und der Chef Volker Wien, das ist so ein ganz, ganz lieber Mensch. Und ich habe ihn angerufen und gesagt, wir haben kaum Umsatz, was können wir tun? Und er hat gesagt, du kannst ab Ostern in allen unseren Läden nochmal so einen Sonderaufsteller machen. Das habe ich dann mit einem Kollegen vorgestern aufgebaut und das haben die dann ganz nett gepostet. Und abends kriegte ich eine Mail von dem Chef von Butnikowski und die sagten, können wir nicht irgendwie auch was zusammen machen? Und dann habe ich heute mit dem Juniorchef dann total nett telefoniert. Das sind so Sachen, die machen einen natürlich wieder optimistisch, positiv, aber ich muss ganz ehrlich sagen, man zittert auch mit allen mit. Ja, das ist das Haus Butnikowski ist natürlich ein Ur-Hamburger Unternehmen und der Junior Christoph Wölke ist das, glaube ich, mit dem du gesprochen hast, ne? Nikolas gesprochen. Ah, okay, siehst du. Aber die spüren natürlich auch die Verantwortung und da ist es doch schon mal etwas Positives, wenn es da diese Verbindung gibt. Ich weiß auch gar nicht, was ich dir Motivierendes sagen kann, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass du die Hoffnung nicht aufgibst und dass du trotz der Angst und der Sorge auch positiv nach vorne schaust. Ja, muss man ja. Was bleibt am anderen? Ja. Ich habe was Gutes für dich. Bleib einfach dran, wir legen jetzt nicht auf. Wir haben ja noch Live-Musik hier. Du darfst dich jetzt einfach nach hinten lehnen und genießt mit uns Jesse Martens und Dirk.
Ja, das ist sozusagen unser Geschenk für dich nach Hause und natürlich auch für unsere Zuschauenden zu Hause. Kriegen wir noch mal ein schönes. Wir haben nämlich überlegt am Anfang, ob wir als zweites Stück etwas Flottes spielen, also Abtempo oder etwas Langsames. Ich sage, jetzt hören wir Abtempo, dann schnacken wir noch einen kleinen Augenblick und dann schlittern wir so langsam raus, ja? Sehr schön. Ich danke dir schon mal für das sehr offene und sehr ehrliche Gespräch, dass du uns auch so ein bisschen was von deinen Gefühlen gezeigt hast. Jetzt darfst du es ein bisschen die Musik genießen. Und ich will eine Sache noch sagen, und nicht nur, weil Stefan und ich uns lange kennen und befreundet sind, Gin Sul kann man sehr gut trinken. Er ist sehr lecker, ist ein sehr guter Gin. Wer bei Edeka oder bei Rewe oder wo auch immer demnächst mal so eine Flasche sieht, einfach mitnehmen und wenn da nichts steht, nachfragen. Es lohnt sich und man unterstützt wirklich, es ist ein kleiner Betrieb in Altona. Das sind ein paar Leute, die das da machen, also wirklich, da mache ich jetzt einfach mal richtig Werbung für. Ich trinke ihn auch gerne. So kann man auch gut machen, ne? Kann man gut machen. Alles Gute für euch, Stefan. Ich würde gar nicht sagen, dass das Werbung ist, das ist Unterstützung. Ja, ich jetzt an dieser Stelle. Ohne Lobby bleibt es ein Hobby, ja. Weißt du? Danke, Olli. Für dich. Find them.
zu Hause. Jesse Martin! Also es ist nicht so, dass ich abgelenkt bin und nicht zuhöre, sondern ich habe mich jetzt hier gerade bei Instagram live eingeklinkt, damit alle Leute zuschauen. Und es ist tatsächlich so, der Kalle aus Düsseldorf schaut gerade zu und Oscar, ein Kumpel von mir, der ist jetzt gerade in Illinois. Chicago ist die Hauptstadt da. Er guckt gerade zu, den grüße ich jetzt einfach mal an dieser Stelle. Bedanke mich ganz herzlich bei euch. Ich bedanke mich übrigens bei allen, die heute hier mitgewirkt haben. Jetzt bist du dran. Anja Pfeiffer sagt eben gerade so, oh, die spielen gar nicht mehr. Ich habe mich so auf Jesse gefreut, habe ich zurückgeschrieben. Doch, 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 die kommen noch mal. Da war sie richtig froh. Und hier hat auch noch mal geschrieben, Sarah Kuhner, Jesse, schön, dich zu sehen. Liebe Grüße, Küsse. Also, die freuen sich richtig. Ihr macht den Leuten da draußen richtig Spaß. Vielen Dank. Dankeschön. Eine Wahnsinns. Super geil. Also, erstmal vielen Dank an alle, die bisher zugeschaut haben. Es gibt noch einen Song. Stefan, du kriegst noch einen dazu. Einer geht noch. Ja, ja, klar, immer. Los. Ja, wunderbar. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir bedanken uns auch nochmal bei allen, die heute hier mitgewirkt haben. Bei Jan an der Kamera. Das alte Gesichtsgewackel. Ja, absolut. Bei Lukas, dem Mann für alles hier, der hier alles im Griff hat. Bei Raphael an der Bildmischung, bei Stefan am Ton, bei Kai, bei Molina, bei Thomas, bei Olli, bei Flo. Ja, und sehr natürlich gerne. Bei den gemacht. Wahnsinnig geilen Skype-Gästen heute, die die Sendung richtig nach vorne gebracht haben. Richtig. Lars Ide. Lars Ide und Stefan Gabel, vielen Dank. Stefan, Kopf hoch, weiterhin, toi, toi, toi. Wir trinken gleich einen Gin-Zul hier. Und lass dich nicht unterkriegen, heimlich. Das machen wir auch nicht. Bin ich dabei. Ja, bei uns gibt es erstmal gleich ein Bierchen, ne? Richtig. Auch das geht. So, ihr zwei, Jesse und Dirk, vielen Dank, dass ihr hier seid und euer Rausschmeißer jetzt nochmal für uns alle. Giants. I have chosen between the ocean's spray, unspoken, reopen the taste of lingerie. Too late, we are broken, found in the parter's clay. Our faces unfrozen behind this masquerade, behind this mask. Yeah.
will come. Was für eine Stimme. Das war Kulturona für heute. Vielen Dank, liebe Jessie, lieber Flo, lieber Dirk. Alle Dankeschön ans ganze Team. Und morgen schaltet ihr ein, dann kommt der Poetry Slammer King David Friedrich. Und musikalisch werden wir von Le Maris unterstützt und erobert. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und schaltet ein. Morgen 20:30. Tschüss. Hörst du uns? Ja, ja. Tolle. Also so, ich würde auch gerne so singen können. Vielleicht kriegst du ein Bierchen und dann versuchst du. Und wenn das klappt, dann stellst du dich auch mal hier. Ja. Mach gut, es war nett mit euch. Ja, war sehr nett mit dir. Danke, Stefan. Tschüss.